Ich glaube, ich muss ausholen, dass es für mich auch nie einen direkten Plan gab, eben entsprechend eines Tages hier sitzen zu dürfen, sondern ich hatte natürlich immer den Wunsch, dass es eines Tages so sein wird. Auch traditionell für Freiburg ist ja nicht üblich, dass der Trainer gewechselt wird. Und klar, wäre das alles vor einem Jahr passiert, hätte es mit Sicherheit eine andere Entscheidung geben können. Bin natürlich wahnsinnig stolz ist und auch und ich freue mich wirklich sehr, das bedeutet mir auch sehr viel, wirklich die Verantwortung übernehmen zu dürfen. Die letzten Tage im Trainerteam und im Funktionsteam waren wir im Schwarzwald auf dem Bauernhof und haben uns da eingeschwört und haben viele Dinge besprochen und ich habe auch gesagt, diese Fußstapfen, es geht nicht darum, sie zu füllen, sondern diese Fußstapfen sollen uns einen Weg vorgeben oder symbolisiert auch den Weg der Entwicklung dieses Vereines und an diesem Weg wollen wir uns orientieren, aber auch eben entsprechend einen neuen Weg einschlagen. Und mir ist persönlich einfach auch nochmal wichtig, auch nochmal Danke zu sagen, vor allem an Chris und auch an Patrick. Es waren wirklich 16 Jahre maximal intensiv. Wir haben sehr viel Positives gemeinsam erlebt, hatten natürlich auch Täler, die wir gemeinsam durchlebt haben. Wir konnten uns alles an den Kopf werfen, wir konnten immer ehrlich zueinander sein und das war bis zum letzten Tag so, wie sich auch jeder Einzelne wahrscheinlich auch ausmalen kann, war das am Ende auch nicht immer einfach und auch da haben wir das Gespräch gesucht und haben uns drüber ausgetauscht, weil es natürlich die Emotionen einfach auch eine große Rolle gespielt hat für beide Seiten und wenn dann eben auch der Nachfolger dann gegenüber sitzt, kann man sich vorstellen, dass es auch nicht immer einfach ist. Und dennoch haben wir einen Weg gefunden und das war sehr, sehr positiv und keine Selbstverständlichkeit.